Oh ja, geile Kombi. Sprinten und Tränke gleichzeitig benutzen wollen, das bringt sie natürlich volle Kanone. So, Heilung und kleine Heilung. Und warum so? Weil es dann einfacher wird. Hoffe ich zumindest. Da ist er. Irgendwo. Und ich muss weglaufen. Boah. Wieso muss man als Drachenblut eigentlich einen Drachen besiegen können? Und ich bin tot. Tja, blöd gelaufen. So, abgestiegen bin ich. Ach nee, ich bin ja noch ein ganzes Stück weit weg. Eieiei, das war ja hier, als ich die. Ja, gut, ergibt Sinn. Wie kann ich mich diesem Drachen stellen, ohne dass der mich gleich verkokelt, wie blöde? Ich müsste einen Unterschlupf finden. Etwas, wo ich mich eben vor den Flammen schützen kann. Oder ich bräuchte einen Trank der Feuerresistenz. Habe ich bestimmt dabei. Tja. Das Blöde ist, hier ist nichts in der Nähe, was irgendwie den Drachen auch aufhalten könnte. Klar, da unten diese Feste. Aber ob ich bis dahin komme, ohne dass er mich oder mein Pferd umbringt, ist natürlich auch eine Frage. Bäume könnten mich ganz gut schützen, denke ich mal. Achso, ich würde mein Pferd dann ein Stück abseits stellen, nicht dass das erwischt wird. Tja. Da unten ist er. Frage ist, wo kann ich mich hier verstecken, dass er mich wirklich nicht erwischt. Da sind Bäume, aber das wird es nicht sein. Im offenen Kampf bin ich eben noch viel zu schutzlos. Hier, das könnte eigentlich ganz gut klappen. Hoher Felsen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch. Gibt nur eine Möglichkeit für den Drachen. Ich mich da unten irgendwie. Kann es ja jetzt erstmal so versuchen. Tja. Das nenne ich mal eine Entdeckung. Wow, jetzt hänge ich hier irgendwo. Und wieso komme ich hier nicht weg? Irgendwas stimmt hier nicht. Mann, hätte ich mal vorher gespeichert. Ist das alles, was ihr könnt? Ich komme hier nicht raus. Ihr sterbt noch heute, Drache. Ich kann nicht springen, ich kann mich nicht bewegen. Oh, jetzt doch, ich komme raus. Die Ecke ist gar nicht so schlecht. Wenn ich den jetzt noch sehen könnte. Und? Gefällt euch das? Ob ich das noch schaffe? Oh, die schießt ja viel weiter nach vorne. Ob das so klappt. So, komm, zieh schneller deine Pfeile durch, verdammt. Sollte vielleicht auch auf den Kopf zielen. Komm schon, setz dich wieder an dieselbe Stelle. So, Objekte. Zaubertränke. Kleine Heilung. Ich sollte vielleicht. Oh, ich sehe nichts. Wo ist der?
Da fliegt er. Nervt, dass ich mich, dass ich da nichts sehen kann. So, Objekte jetzt aber hier. Zaubertränke. Ich habe ja genug Zeit, um mir das mal durchzugucken. Magiker Regeneration. Was soll ich denn? Kriegstarnung. Scharmützels. Nein. Vision, Heilung, Gesundheit. Ausdauer, Unsichtbarkeit, Magika, Ausdauer, Schlossknacken, Stärke, Gesundheit. Wieso keine Feuerresistenz? Da. Gut, ich bin schon wieder tot. Tja. Drache ist eben nicht einfach. Ich denke mal, da werde ich jetzt einige meiner Tränke verbrauchen müssen, um das hinzubekommen. Obwohl die Stelle nicht schlecht war. Das Problem war einfach, ich konnte mich in dem Moment nicht bewegen, um irgendwie den Flammen zu entkommen. Tja. Ich mache, es ist irgendwie nicht richtig. Irgendwie müsste ich den Drachen. Ich meine, ich hatte ihn ja schon ein wenig verletzt. Und wenn meine Begleiterin da weiter sich in den Weg gestellt hätte, wäre dann auch bestimmt gut gegangen. So, bei den Bäumen. Bin ich ja vorher nicht hingekommen. Oder der Drache ist da nicht hingekommen. So, da hatten wir die Klippen hier. Die sind tatsächlich eigentlich ganz gut. Ich muss mich eben entsprechend nur hier hinhocken. Guck mal eine an. Doppelter Schaden. Das hat aber nicht viel gebracht, blöderweise. Und laufen. Ich sag laufen. Ach, ich bin immer noch geduckt. Na, klasse. Ist natürlich die genialste Idee, geduckt zu rennen. Komm schon, zeig deinen hässlichen Kopf. Ich muss da, glaube ich, mal schneller reagieren. Dass ich in dem Moment dann schnell auf mein Schild und mein Schwert wechsel. Muss ich dran denken. Okay, jetzt hat er es nicht auf mich abgesehen. Doch, vielleicht schon ein bisschen. So, hoch auf den Berg. Dann kann ich mich. Da kommt er. Jetzt Skills. Guck mal einer an. Da nimmt der Kerl Schaden. Da nimmt der Kerl Schaden. Aha, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Gott, ist das einfach, den zu besiegen, wenn man sich vor den stellt. Mit Pfeil und Bogen dauert das viel länger. Okay, das war jetzt doch wesentlich einfacher im Endeffekt als gedacht. Ob das durch die zusätzliche Rüstung beim Schild auch noch beeinflusst wurde? Stahlfall, Gold, Drachenschuppen, Drachenknochen, natürlich. Ich müsste mir unbedingt mal eine Drachenknochenrüstung einverleiben. Also, nee, nicht einverleiben, falsches Wort,
schmieden und zusammensetzen irgendwie. Das ist mein Pferd natürlich. Ja, ich bin genial. Mein Pferd steht da oben. Ich komme nicht ran. Das ist auch nicht so tragisch. Guck mal einer an. Ein Aufstieg des Alten. Was haben wir hier? Ein Mammutschädel? Hier, da ist doch ein... Genau. Hallo, hallo. Tier, Tierfreundschaft. Interessant. Ob ich dann einen Mammut überreden könnte, mit mir zu kämpfen? Das wär's natürlich. Ein Zwergen-Zweihänder. Das ist natürlich... Gold... Ja, interessante Gegenstände, aber jetzt für mich nicht unbedingt. Spannend. So, die Lydia rennt wohl außen rum. Warum auch immer. Okay, und hier wäre ich dann angekommen und da hätte dann der Drache gehockt. Tja. Und da ist eine Höhle. Warum auch immer. Knochenfrostpassage. Okay. Vorher würde ich aber noch mal gerne nach Hause. Weil dann kann ich die Drachenknochen ablegen. Und wenn die Schmiedin da wäre... Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ah, nee, die ist noch nicht im Laden. Da kann sie noch nicht kaufen, verkaufen. Jetzt habe ich ja eigentlich nur den Drachen auseinandergenommen, gell? Von daher... Waffen, da hatte ich doch... Zwergen-Zweihänder. Aber nichts Magisches. Okay. Ja. Ansonsten. Bücher, Schlüssel. Gut, Schlüssel habe ich ja schon einige dabei. Ah, die Drachenknochen, genau. Die wollte ich noch ablegen. Ja, ansonsten den Kram kann ich. Vorher verkaufen. Was sagt das Inventar? 191. Das ist durchaus okay. Kann man nicht sagen. Den Rüstungskram würde ich zwar schon gern verkaufen, aber naja. Gut, ich kann ja jetzt erstmal zum Jarl gehen und ihm sagen, dass ich den Drachen erledigt habe. Da werde ich wahrscheinlich ein Level aufsteigen. Hoffe ich doch zumindest. Gemischtwarenhändler, der könnte mir ja eventuell. Kaum zu vergessen, wie euch in Himmelswacken herumlaufen lässt. Seid gegrüßt. Gegenüber von mir ist ja der eine, der mir ziemlich alles abkaufen kann. Oder einiges. Nicht ziemlich alles, aber einiges. Die Handschuhe. Hochwertig, ja. Rubin, ne, den behalte ich nochmal. Ist ja auch nicht sonderlich schwer. Stahlstulpenstiefel. Ja, die habe ich ja schon, aber hochwertig. Das Testament, der Wolfspelz. Ansonsten will er mir nur noch Zaubertränke abnehmen. Ah, der Zwergenzweihänder. Ich habe ihm 5 Sachen verkauft und er hat das meiste seines Geldes bei mir gelassen. Tja. Ich müsste mal noch mal rauskriegen, wer Sven war. Ich müsste mal Svens Haus finden. Naja. Gut. Langhaus des Jarls. Des Jarl, Jarl. Mit wem muss ich reden? Ach, mit dem muss ich reden. Sekunde. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jarl Sittgeier. Davor habe ich unter Jarl Dengeier gedient.
Ein Nachtelf? Sidgeier handelt manchmal etwas vorschnell. Er hört aber auf Helvard und mich. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 500 Gold für einen Drachen. Den Geier hat mich zum Vogt ernannt, vor langer Zeit, als er noch jung war. Als den Geiers Gesundheit sich verschlechterte, wurde der junge Sidgeier an seiner Stadt zum Jarl ernannt. Es war einfacher, mich als Vogt zu behalten. Es interessiert Sidgeier nicht, dieses Fürstentum zu regieren. Also überlässt er die damit verbundenen Aufgaben mir. Ich selbst tue mein Bestes, damit die Leute gerecht behandelt werden. Über die Jahrhunderte wurden hier viele Schlachten geschlagen. Gräber wurden ausgehoben und Denkmäler errichtet. Um sie herum ist dann die Stadt gewachsen. Mit der Zeit wurde Falkenring dann als Friedhof der Helden bekannt. Viele edle Jarl und berühmte Krieger wünschten sich, hier begraben zu werden. Der gute Ruf von Falkenring ist zwar etwas verblasst, die Gräber sind aber noch hier und erinnern uns an die eine unausweichliche Wahrheit des Lebens. Na dann, wollte ich noch mal kurz mit dem Jarl quatschen? Ja, was wollt ihr? Besucht mich doch mal wieder. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch. Ja, dachte ich mir. 500 lächerliche Goldmünzen. Tja, das hätte ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Gut, Aufstieg des Alten. Abgeschlossen. Ja, ist gut, vielleicht ist es kalt hier. So, wollen wir doch mal in den Pass reinmarschieren. Vielleicht finden wir ja da was Interessantes. Okay, ein Skelett noch. Okay. Ja, es ist interessant. Komm schon. Feuer auch mal was ab. Warum auch immer die jetzt keinen. Der Schaden ist wirklich ganz schön hoch. Der Bär greift mich an. Das ist merkwürdig. Tragisch ist es jetzt nicht, aber. Oh, er rutscht runter. Nein! Hey! Bärenklauen, Gold, Schneebärenpelz, Stahlfall. Na ja, gut. Das, was man so eben erwartet. Sehr interessant, dass ein Bär hier die Höhle bewacht. Ziegenbein, Ziegenfell. Aufgereihte Schädel. Ich glaube kaum, dass das ein Bär war. Und das sieht auch eher nach einem Mammut oder einem kleinen Drachen aus. Nur einer an. Das Skelett konnte man noch durchsuchen. Das hatte ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich eine geringe Ausdauer. So, wenn die jetzt nicht da stehen würde, könnte man das auch noch ein bisschen besser erkennen. Noch mehr Knochen, noch mehr Skelette. Entdeckt? Was hat mich entdeckt? Jetzt bin ich wieder versteckt. Keine Ahnung, was mich da entdeckt haben soll. Und versteckt direkt wieder danach. Komisch. Keine Ahnung, was das soll. Als ob hier irgendwas wäre. Ist doch gar nichts. Guck mal einer an. Ein Bandit. So, Trank der Heilung. Kann ich hier nicht mal springen?
Lydia, geh mir doch mal aus dem Weg. Du bist